Die Battledore befand sich auf ihrem Flug zum Planeten Beta Gamma Pi. Nein, Agent, dieses Mal muss ich Edgar in Schutz nehmen. Hier riecht es nicht nach Tier, hier riecht es nach unserem veralteten Solarantrieb. Captain, es nähert sich ein Flugobjekt auf Zetsua. Es kommt uns gefährlich nahe. Was ist denn das für ein Trottel? Der fliegt ja direkt auf uns zu. Captain, das ist das Raumschiff des Kronprinzen Stilgen von Torania. Die Ausflüge mit seinem Piratenschiff sind berüchtigt. Kronprinz oder nicht? Wenn er nicht langsam abdreht, gebe ich stark den Befehl zum Abschuss. Ich habe ihn im Visier. Soll ich ihn abknallen? Jetzt mal ganz ruhig da. Ach, Menno. Coley, wir müssen landen. Edgar muss mal. Kein Problem, das kriege ich hin. Captain, ich habe eine Verbindung zum Piratenschiff hergestellt. Sie können jetzt pressen. Hier ist das Raumschiff Battledore. Es spricht Captain Cole Staunton. Sagt mal, ihr Sonntagsflieger, wo soll denn die Reise hingehen? Captain, das ist der Kronprinz von Torania. So können Sie nicht mit ihm reden. Wenn der Typ nicht gleich abdreht, dann rede ich noch ganz anders mit ihm. 15 Mann auf dem toten Tuch. Jo, ihr habt ein kolossales Raumschiff. Erste Sahne. So, Freundchen, jetzt wird's ernst. Lauscher aufgestellt und gut zugehört. Du fliegst jetzt mit Kurs 5, 7, 8 über uns hinweg. Verstanden? Mensch, du Wurst! Kurs 5, 7, 8! Bay, sofort abdrehen! Er rammt die Solarpaneele. Bereit machen zur sofortigen Notlandung. Joel, Schadensbericht. Captain, es sind keine wesentlichen Verbindungen gekappt worden. Das kriegen wir in 1 bis 2 Stunden hin. Sieht schlimm aus, als es ist. Okay, Agent, Dark, Sergeant, wir knöpfen uns jetzt mal das Prinzchen vor. Captain, bitte beherrschen Sie sich. Die Sternenflotte kann sich einen Konflikt mit Torania nicht leisten. Ja, Agent, deshalb habe ich auch Sie und Sergeant Johnson mitgenommen. So, aufgewacht, Majestix. Die Kaffeefahrt ist vorbei. Grüße, Meister der Lüfte.
Ich bin Stilgen und das ist meine Mannschaft. Nennt mich Still. Ich bin Captain Cole Staunton. Wo drückt denn der Schuh? Weißt du, Kumpel, wir haben da ein Problem mit einer Schatzkarte. Wir haben sie von meinem Vater und, tja, was soll ich sagen? Wir können sie nicht lesen. Bevor wir den Schatz nicht gefunden haben, können wir nicht mehr nach Hause. Das geht gar nicht. Na, da habt ihr ja ein Glück, dass ihr uns gerammt habt. Unser Sergeant Johnson kann auch die schwierigsten Hieroglyphen entziffern. Captain, seit wann ist Sergeant Johnson eine Codeknackerin? Seit heute. Gucken Sie nur gut zu, Agent. Sergeant Johnson ist nicht ohne Grund meine Kommunikationschefin. Aus dem Lappen macht sie auch noch Sinn. Hoheit, der Schatz, den Sie suchen, besteht nicht aus Silber oder Gold. Er ist ein Ort, eine Oase, in der Sie Ihren Aufgaben im Frieden können. Echt, Sergeant? Das ist ja irre. Nur Sie können diesen Ort finden. Cool, Sergeant. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Läuft doch wie geschmiert. Nehmen Sie die Tarte und folgen Sie Ihrem Gefühl. Mein Gefühl, ja. Das ist kein Problem. Das mache ich doch immer. Los, Leute. Immer mehr nach. Stehen bleiben. Hier ist es. Das ist das Paradies. Da, was ist los? Captain, ich halte es nicht aus. Das ist hier viel zu friedlich. Ich gehe mal was ballern. Okay, mach aber erst ein Feuer. Die kriegen es fertig und verbrennen sich die Finger. Super Arbeit, Sergeant. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das war ganz einfach, Captain. Auf der Tarte stand eine Botschaft in unsichtbarer Farbe. Ich habe mir meinen UV-Stift drüber geleuchtet und sie gelesen. Leute, ihr habt mir super geholfen. Kommt ihr zu meiner Krönung nächsten Monat? Ich komme leider nicht drum herum. Mit Vergnügen, Hoheit. Wir feiern die coolste Party des Jahres. Ganz laid back. Und Sie, Sergeant, werden mein Ehrengast. Die Königsflüsterin. Gut gemacht, Joel. Der Solarantrieb sieht wieder tipptopp aus. Danke, Captain. Ich kann's nicht glauben, Captain. Heute Morgen werden wir noch vom Kronprinzen gerammt und jetzt haben wir eine Einladung zu seiner Krönung, was man wohl zu so einem Ereignis schenkt. Wie wär's mit Flugstunden?